Wir bleiben einmal beim Russland-Problem, weil da, Frau Hermenau, plädieren Sie ja eigentlich für etwas Pragmatismus. Ja, unbedingt. Also ich habe nicht verstanden, warum wir keine Außenministerin mehr haben, aber eine Kriegsministerin, die ständig davon spricht, dass man den Putin vernichten muss, als ob der da alleine stünde. Das ist die ganze Nomenklatura. Und da gab es auch immer einen Teil, der sagte, lass uns nach Asien gehen, die Europäer haben eine andere Waffe. Also das muss man, glaube ich, mal so festhalten. Das wird nur landläufig nicht erwähnt, das darf keiner sagen. Ich komme bestimmt morgen auch wieder auf den Twitter-Index. Aber egal. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist eigentlich folgender. Wir haben uns, glaube ich, in der Frage verrannt. Weil wir natürlich auch gerne festhalten wollen an unserer Vorstellung aus dem letzten Jahrhundert von einer liberalen Welt. Und diese liberale Welt, die ist schön, eine grüne Wiese mit Blumen, alles super. Die Hummeln und die Bienen brummen, alles super. Aber der Punkt an der Sache ist, dass ganz woanders dieser Reichtum hergestellt wird. Wir haben das immer ausgeblendet. Wir sind erstens auf den Export angewiesen. Fast 50% unserer staatlichen Einnahmen kommen über Exporte und angegliederte Dienstleistungen. Die Autobranche haben wir ruiniert. Die ist längst weg. Die ist gar nicht mehr da. Das bisschen, was noch da ist, möchte E-Mobility machen. Bei den Strompreisentwicklungen, die ich skizziert habe, können Sie das der Pfeife rauchen. Die haben gerade Milliardengewinne gemacht, ja, die Autobauer. Warten Sie ab. Wir werden es alles sehen. Die Entlassungen in Ingolstadt haben stattgefunden. Also Sie wollen, dass wir mit Putin reden, um Ihre These zusammenzufassen? Wir werden das wahrscheinlich gar nicht mehr können, weil wir gar nicht mehr die Power dafür haben. Also wir waren immer schon so ein bisschen der Affenfelsen auf Gibraltar als Europäer, also auch für die Amerikaner. Die fanden das immer alles sehr unübersichtlich. Wer hat da eigentlich was zu sagen? Die Deutschen, denen wurde jetzt eingeflüstert, Mensch, dann mach doch hier einfach die Aber Führungsnation. Aber Sie fordern trotz allem von Frau Baerbock, dass Sie... Also mir würde es schon reichen, wenn sie diplomatischer spräche. Mhm. Ich habe gar keine großen Forderungen. Ich möchte einfach nur nicht, dass immer gleich von Vernichtung und totalem Krieg gesprochen wird. Das finde ich wirklich unangemessen. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie wieder eine Schiene finden, mit den Russen zu verhandeln. Die haben jetzt im Jamalfeld schon angefangen, ihre Pipeline nach China zu legen. Von Olaf Scholz. Auf der jeden Fall. Ja mehr als ich habe also Herrn Scholz in vielen Fragen nicht unterstützt. Mhm. Bei der Euro-Frage hat er versagt in meinen Augen. Aber in der Frage unterstütze ich ihn, weil es gefährlich ist. Die Russen werden da sein, immer. Auch noch in den nächsten 10 und 20 Jahren. Das bedeutet ja, die Russen können machen, was sie wollen. Nein, das ein können sie nicht. Das wissen sie auch. Anderen, wenn man das die Amerikaner sind die Ansprechpartner der Russen. Das waren sie immer. Wir kriegen einen neuen Kalten Krieg. Wir kriegen eine Ost- und eine Westwelt. Und die Ostwelt wird irgendwo in der Ukraine oder am Rand der Ukraine dann ihre Grenze ziehen und so runtergehen. Wir kriegen aber dann in der Ostwelt ein Rohstoffkartell. Europa ist nichts ohne Rohstoff und Energie. Das merken wir doch gerade. Aber die Wählen massiver Widerspruch. Also eine Frage habe ich schon. Also ich verstehe grundsätzlich, dass Sie Diplomatie fordern. Die Frage ist nur, wir haben uns ja nun selbst durch unsere falsche Energiepolitik in eine Lage reinmanövriert, in der, wenn ich Putin wäre, auch keinen Grund sehe, derzeit mit uns zu verhandeln. Dass der jetzt stinkt, das verstehe ich. Also die ganzen Forderungen, auch vieler deutscher Gewerbetreibender, die ich ja menschlich nachvollziehen kann, macht Nord Stream 2 auch, sind ja völlig realitätsfremd, weil dadurch, auch wenn wir es aufmachen wollten, kein russisches Gas fließen. Das stimmt nicht, die Ansagen von anderen. Ich würde gerne mal testen und wissen, ob. Den Test politisch zu bezahlen, also das Risiko wird momentan doch nicht... Wir bezahlen jetzt auch mal einen Preis. Wir bezahlen jetzt den Preis, was ist denn Ihre verarmt? Lösung, wenn wir hier über Lösungen sprechen? Also Frau Hermenau hat Ihre Lösung angeboten. Was ist denn Ihre Lösung? Wie soll es aussehen? Waffenlieferungen, Wirtschaftssanktionen noch härter? Naja, gut, was wir hatten das Thema Ukraine ja schon mehrfach und ich glaube, dass am Ende der Krieg militärisch entschieden wird, dass die Sanktionen in der Tat die westliche Welt mindestens, wenn nicht härter treffen als die Russen und dass die Russen noch eine Weile in der Lage sind, das durchzuhalten, auch weil sie ihrer eigenen Bevölkerung alles zumuten werden. Das muss man auch sagen. Das stimmt. Die Russen haben überhaupt keine Achtung vor dem Individuum, so wie sie ihre Soldaten vor die ukrainischen Kanonen schicken als Kanonenfutter und sie dort letztlich in ihr Unglück rennen lassen, sind sie auch bereit, ihre eigenen Leute zu opfern. Das glaube ich auch. Insofern, da muss man sich gar keine Illusionen machen. Die Russen haben damit ihren eigenen Leuten keine Gnade. Ich sehe derzeit nicht, dass es ein Fenster für Verhandlungen gibt, weil Putin sich keine Niederlage leisten kann. Er ist als Mensch psychologisch so aufgestellt, dass er nicht verlieren Bevor kann. Bevor wir jetzt über Putin reden, wollen wir einmal reinhören, was er selber gesagt hat, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Ich möchte diejenigen, die solche Äußerungen über Russland machen, daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt. Und in einigen Fällen sind sie moderner als die der NATO-Länder. Dies ist kein Bluff. Und diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass ich die Wetterfahne drehen und auf sie zeigen kann.
Klaus, wie ernst muss man diese Warnung nehmen von Putin? Naja, ernster, als mir das jetzt im Moment innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft so vorkommt, jedenfalls in der veröffentlichten Meinung. Ich finde, und zwar nicht, weil er möglicherweise jetzt zu einer großen Gegenoffensive mit ganz vielen Panzern, die dann irgendwie im Schnee stecken bleiben oder sowas, ausholt, sondern weil er, ich folge dem Gedanken von Frau Petri, ein Mann ist, der nicht verlieren kann und ein Mann, der nicht verlieren wird. Und ein Mann, der für sich entscheidet, wenn ich schon verliere und untergehe, nehme ich noch ganz viele mit. Wahrscheinlich. Das ist die Mentalität. Und das macht mir heute schon Gänsehaut. Mhm. Ich glaube auch, dass so eine Gänsehautwelle heute ein bisschen durch Deutschland gegangen ist, angesichts der Atomdrohung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass der jetzt da irgendwie in den Nebenraum geht und so macht und dann ist Deutschland weg. Aber die Sorge, dass er als Zurückgedrängter zu etwas, zu einer Verzweiflungstat, ist, glaube ich, das Wort, greifen könnte, die kann ich nicht ganz ignorieren. Und daraus folgt für mich aber eine andere Logik als bei Ihnen. Mhm. Bei mir folgt, und auch aus bei Ihnen, weil Sie haben die ganze Zeit gesagt, Putin hat wahrscheinlich kein Interesse an Verhandlungen. Ich bin nicht sicher, ob der Westen Interesse an Verhandlungen mit Wladimir Putin haben sollte. Mhm. Ich glaube, er kann nur in die Knie gezwungen werden. Mhm. Mit militärischer Kraft. Olaf Scholz hat heute noch mal daran erinnert, dass wir auf der Seite des Rechts stehen und nicht auf der Seite der Gewalt. Dann muss man aber Olaf Scholz daran erinnern, dass man manchmal Gewalt braucht, um Recht durchzusetzen. Und genau in diesem Moment befinden wir uns jetzt. Aber die Wirtschaftssanktionen sind ja beispielsweise bislang nicht erfolgreich. Also Gabor Steingart hat beispielsweise gesagt, wir schießen der Bevölkerung ins Knie und nicht Gabor Putin. Steingart, das, es gibt auch Berichte im Economist, es ist jetzt nicht nur Gabor Steingarts Ansicht. Ich würde sagen, dass die Wirtschaftssanktionen in Russland natürlich wirken, aber sie haben nicht so viel Impact und nicht so viel Auswirkungen wegen der Mentalität, die gerade beschrieben worden ist. Also die Leidensfähigkeit der Russen ist natürlich viel, viel größer als die Leidensfähigkeit der Deutschen, die schon quietschen, wenn sie die Heizung ein bisschen runterdrehen müssen. Ja, ich mache es jetzt mal bewusst polemisch gegen uns selbst. Ich glaube, dass es Momente gibt, da gilt das diplomatische Gebot, dass man immer im Gespräch bleiben können muss, nicht. Doch. Und ich glaube, aber das meine ich ja, da habe ich eine andere Abzweigung. Ja, ich glaube, dass das mit dem Menschen Wladimir Putin, mit dem Präsidenten nicht funktionieren wird. Ja. Und deshalb gibt es nur die Möglichkeit, ihn niederzuringen und am Ende vor Gericht zu stellen, wenn er dann noch am Leben ist. Alles andere würde ja auch bedeuten, wenn wir uns mal in der Weltpolitik umschauen, dass große Nationen immer kleinere überfallen können. Und dann gibt es den Ruf nach Diplomatie, weil man sagt, naja, wir können die eh nicht bezwingen oder die werden dann durchdrehen. Also damit und man hat aus guten, ich habe Ihnen ja auch zugehört, wenn Sie freundlicherweise mir zuhören würden. Und das können wir nicht dulden. Wir haben aus guten Gründen irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, dass alle Staaten gleiche Rechte haben sollen und das ist nicht ein Recht des Stärkeren gibt, sondern eine Stärke des Rechts. Und wir haben ja noch andere Fälle. Ich nenne nur China und Taiwan. Die gucken ganz genau hin, die Chinesen, was da passiert. Und wenn die den Eindruck haben, die Weltgemeinschaft akzeptiert das, was die Russen da machen, dann werden die sich Taiwan holen. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, damit ein Diktator wie Putin gestoppt wird. Wir blasen die Backen auf und haben keine Muckis. Und das ist im Moment die Tatsache. Die Russen verhandeln nur mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben kein Interesse, jetzt mal schnell zu verhandeln. Das Problem bleibt in Europa liegen. Wir Europäer sind aber diejenigen auf dem Schulhof, die sonst immer dran sind bei der Klassenkeile. Und jetzt kriegen wir es immer richtig. Weil wir nämlich immer die Backen aufblasen, weil wir immer große Werte vorantragen, wie eine Monstranz bei der Prozession. Aber und Demokratie ist kein aber dass wir nicht in der Lage sind, mit Gewalt das durchzusetzen, was wir für richtig halten. Putin wird gerade zurückgedrängt. Ja, man muss aber wir machen hier einen auf Muckis und haben gar keinen. Frau Hermenau, eine Frage. Wir wollen Ihre Argumente alle noch hören. Ich muss mal eine Zwischenfrage an Frau Hermenau stellen. Und die Frage ist definitiv, wie groß ist denn die Angst jetzt vom Atomkrieg? Also ich finde, wir sind jetzt schon sehr schnell wieder vom Putins für mich wirklich sehr beängstigenden Worten weggerückt. Wie ernst muss man denn das nehmen? Ich denke, man muss das ernst nehmen. Vielleicht gibt es irgendein Szenario von einem Probeatomschlag irgendwo in der Ostsee. Ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Aber was ich sehe ist, wenn Sie mal die Live-Karte aufrufen, Google, wo die Kriegsschiffe alle sind, die Welt so hat, dann sind die meisten vor europäischen Küsten, in der Nordsee und der Ostsee. Es ist ziemlich eindeutig. Und das heißt, man rechnet auch damit, dass es eskaliert. Jetzt sage ich mal einen Punkt. Wenn es wirklich dazu kommen sollte, was ich immer noch nicht glaube, bisher waren die Russen immer vorsichtig. Die einzigen, die hier Atomwaffen eingesetzt haben, waren die Amerikaner. Aber wenn es wirklich dazu kommen sollte, dann ist Deutschland das Zentrum der Auseinandersetzung, nicht die Ukraine. Dann sind wir dran.
Und das aber aus der sich, Geschichte wissen wir doch eins. Man wird einen Diktator wie Putin nicht stoppen, indem man sagt, man weicht zurück. Oder naja, wenn der ein Land angreift, dann redet man von Diplomatie, sondern man muss eine eigene Stärke aufbauen. Na, Sie wollten ja auch zuhören. Ich sage, es gibt einen Ausgleich der Interessen. Und wer das nicht mehr beherrscht, und Kissinger hat da deutlich gesagt, die Amerikaner werden nicht kommen und Soldaten nach Europa schicken, ihr müsst das selber hinkriegen. Wenn wir aber nicht die Kapazitäten haben, militärisch, von denen man ausgehen müsste, um das zu schaffen, da muss man sich genau überlegen, wie der Interessensausgleich aussieht. Die Russen werden, das haben wir in Samarkand am 15. September gesehen, die Russen werden mit Iran, China, Indien, den arabischen Ländern, dem Persischen Golf, Saudi-Arabien, wahrscheinlich noch mit Brasilien, mal sehen, wie die Wahl ausgeht jetzt in Brasilien, einen Rohstoffkartell bilden. Da ist Europa aber ganz blöd dran. Weil nämlich die Energie und die Rohstoffe Dinge sind, die wir zwingend brauchen, um überhaupt noch in der Lage zu sein, exportfähig zu sein. Ich habe Ihnen vorhin geschildert, die Exportfähigkeit manifestiert ungefähr 50% unserer Ausgaben als Staat. Auch im Sozialbereich, überall. Wenn das nachher nicht mehr erwirtschaftet werden kann, aus diesen genannten Gründen, dann haben wir ja sowas von einem Bürgerkrieg an der Hacke in Europa. Das wird dramatisch. Dann muss man einfach mal zu Ende denken und überlegen, können wir das stemmen? Einfach nur wie junge Leute voranbrechen. Oh, super, ich aber was wollen Sie jetzt? Was denn jetzt Ihr Plädoyer? Was denn jetzt Ihr Plädoyer? Mein Plädoyer ist, dass die Europäer und die Amerikaner zusammen sich mit den Russen hinsetzen und gucken, ob sie die Sache... Wenn das so einfach... Also das klingt ja so, als ob man nur mal reden müsste und dann wäre alles gut. Also das ist wirklich etwas naiv und einfach. Das glaube ich nicht, dass ich mit 58 naiv bin, sondern die Frage ist, ob ich meinen Sohn in den Krieg schicken möchte. Alter schützt vor Naivität also, nicht. Na, hallo. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, also ich muss mit Frau noch nicht einig sein, aber naiv ist auf jeden Fall nicht, so viel kann man sagen. Dankeschön für die Anrede. Die brauchen Sie gar nicht. Nein, aber vielleicht mal zurück zu der Angst, weil ich glaube, dass Angst immer etwas sehr Diffuses ist, was uns am Ende bei der Entscheidungsfindung nicht hilft, sondern genau genommen lähmt. Und obwohl ich die Angst grundsätzlich ja nachvollziehen kann, ich erlebe sie im eigenen Familienkreis, ich habe heute eine Stunde mit meiner Mutter diskutiert, die ist 82 bald und die kann sich an den Zweiten Weltkrieg noch aus eigener Erinnerung erinnern und sie hört die Bombenschläge aus Dresden, weil sie nicht weit davon entfernt gewohnt hat. Insofern, die Angst muss man total ernst nehmen, aber man muss auch schauen, wie realistisch ist das. Und wir haben alle ein bisschen geschmunzelt bei Putins Satz vorhin, das ist kein Bluff. Also da kann man natürlich so oder so drüber denken. Tatsächlich glaube ich, dass es relativ unwahrscheinlich ist, nennen Sie mich jetzt naiv, damit kann ich leben. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Putin das tun wird. Und ich glaube, dass die Antwort der Amerikaner bei aller Kritik, die man sonst an ihnen haben kann, richtig war zu sagen, sollten die Russen das tun, wird es eine amerikanische Antwort geben. Das will keiner von uns, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das, was schon viel zu lange passiert ist in diesem Konflikt, war, dass bei den Europäern, gerade bei uns Deutschen, nicht ganz klar war, wo wir lange Zeit gestanden haben. Aber bemerken Sie Kriegslust, da sind Sie jetzt anderer Meinung. Aber Frau Hermenau hat ja gesagt, sie ist eher eine Kriegsministerin als eine Außenministerin. Würden Sie damit... Ich halte Frau Baerbock für nicht sehr mutig. Und das war jetzt diplomatisch formuliert. Sie äußert immer nur dann Kritik, wenn sie es im Windschatten anderer tun kann. Als Nancy Pelosi nach Taiwan gereist ist, war plötzlich die China-Kritik. Sie würden sich jetzt auch wünschen, dass Frau Baerbock diplomatisch ist. Ich halte sie für nicht besonders fähig für das Amt, das sie bekleidet. Und so wie sie jetzt nicht den Mund aufmacht, um im Iran die Frauenrechte zu verteidigen, macht sie an anderen Stellen auch nicht den Mund auf. Und es ist ziemlich billig, die Russen zu kritisieren, wenn die Briten und die Dänen und die Amerikaner letztlich den Krieg für uns dort führen, wenn man mal die wenigen Waffen rausnimmt, die Deutschland dann doch liefert. Also ich halte Frau Baerbock an der Stelle für nicht wirklich zielführend und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn sie sich mit Lavrov trifft, weil da hat Frau Hermenau völlig recht. Wir sind gar kein Gesprächspartner für die Russen. Den nimmt sie doch zu Recht nicht ernst. Das heißt, es verhandeln nur die Großmächte am Ende auf Augenhöhe. Also müsste Biden hin. Eher blicken. Ich glaube, dass militärisch schon eine ganze Menge passieren muss. Und da müssen die westeuropäischen Kräfte und die Amerikaner zusammenhalten. Dieser Konflikt wird, das ist meine persönliche Meinung, militärisch entschieden. Und wenn die Russen in eine Lage kommen, in der sie am Ende wirklich verhandeln müssen, dann werden sie es tun. Insofern ergänze ich, die Amerikaner haben sicherlich kein Interesse, aber die Russen haben es derzeit auch nicht. Russland darf nur auf keinen Fall gewinnen. Russland muss diesen Krieg verlieren, weil was mir wirklich jetzt hier fehlt in der Diskussion, da finden wirklich ja schlimmste Verbrechen statt. Vergewaltigung, der Putin attackiert Krankenhäuser, Zivilisten, also furchtbare Verbrechen. Und da kann man doch nicht einfach hinsehen und sagen, wir verhandeln mal und wollen eine diplomatische Lösung. Da braucht es doch eine entschlossene Antwort. Was heißt für Sie gewinnen in dem Punkt? Also aus meiner Sicht muss
Putin und müssen die russischen Truppen komplett aus der Ukraine raus. Also es beinhaltet auch natürlich den Donbass und beinhaltet auch die Krim. Putin hat ja 2014 angefangen mit den ersten Angriffen auf die Ukraine, auf einen souveränen Staat. Und das können wir, das kann der Westen, das kann eigentlich jede Demokratie, eigentlich jedes souveräne Land in der Welt nicht hinnehmen. Und da brauchst du eine entschlossene Antwort. Und es gibt so viele schreckliche Ereignisse, die dort stattfinden. Also da kann man nicht sagen, hat auch naja, niemand getan. Genau, aber das wurde überhaupt nicht thematisiert. Und deswegen finde ich, muss es auch eine entschlossene Antwort geben. Und wir können doch nicht sagen, wir reden mal so ein bisschen über Diplomatie. Würden Sie auch die Bundeswehr hinschicken? Würden Sie auch die Bundeswehr hinschicken? Oder wie weit würden Sie gehen für den Sieg in der Ukraine? Na, wir haben jetzt ja gesagt, wir wollen nicht selber Kriegspartei werden. Ich halte aber Waffenlieferungen für absolut notwendig. Auch, dass da die Ampelkoalition viel mehr macht. Also Panzer müssen unbedingt geliefert werden. Haben wir denn überhaupt so viel? Und im Moment geht es ja auch, im Moment geht es ja auch in die richtige Richtung. Also die Ukraine gewinnt ja Land zurück. Und da passiert ja etwas, was wir selber wahrscheinlich vor einigen Monaten gar nicht gedacht hätten. Und deswegen eine entschlossene Antwort, die muss es geben und die kann es auch geben. Das zeigt das entschlossene Handeln von vielen anderen Ländern. Also ich glaube, dass dieser Gedanke, das gesamte ukrainische Gebiet muss auf jeden Fall von der russischen Armee und von Putin befreit werden, ist ein gefährlicher Gedanke. Weil in diesem Gewinnenwollen von Putin steckt ja auch etwas von einem nationalen Stolz drin. Und ich glaube, dass der Sieger, das wäre in Ihrem Planspiel ja die Ukraine und der Westen, sehr darauf Acht geben muss, dass er den Verlierer nicht zu sehr demütigt. Wir haben da ja selber historisch zwei Erfahrungen. Sehr gut. Nämlich eine nach dem Ersten Weltkrieg, wo es geschehen ist, und eine nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es sozusagen viel Kritik geben kann, aber doch besser gelaufen ist. Gerade und dann, aber im Zweiten Weltkrieg und das war bedeutet, doch ein, man muss ja erst Beispiel, warum aber man einem Diktator entschlossen entgegenkommen ja, sollte. Ja, sage ich ja, aber man und muss nicht, es... Schön, man hätte aber man muss gesagt, es aber... Naja, man darf nein, aber man muss, ja, man muss ja mit den Menschen, die sozusagen in dem besiegten Land... Das fällt einem ja schon schwer, bei Russland überhaupt zu sagen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass dieser Gigant überhaupt verlieren kann. Aber wir sind in Ihrem Denkmuster. Dann würde ich dann wieder als Diplomat sehr darauf achten, dass man den nicht, der am Boden liegt, auch noch demütigt und lächerlich macht. Weil am Ende muss man ja mit ihm oder seinen Nachfolgern, die übrigens zur gleichen Nation gehören, und zum gleichen Schlage sind, sprechen können. Und mit Gedemütigten zu sprechen und ihnen etwas aufzuzwingen, ist für die Zeit danach, ganz geschweige, dass man das wahrscheinlich mit Russland sowieso nicht kann, ihnen was aufzwingen, ist für die Zeit danach ein gefährliches Denkmuster, da würde ich aus unserer Geschichte lernen. Wir führen nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter. Ja. Es bleibt spannend.